Den 1. Dezember, das ist der Welttag vom AIDS, den aus 1981 ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation aus verschiedenen Gründen. Erstens für ihr Bewusstsein zu kriegen, dass Leute wissen, was das Krankheit ist, dass sie sich bewusst sind, was sie bedeutet, was die Konsequenzen sind, aber auch, dass sie sich bewusst sind, wie sie sich können schützen gegen das Krankheit. Den 1. Dezember, das ist auch den Tag, wo wir also die Leute erinnern, die an AIDS gestorben sind, und das sind da viele. Auch weil vieles geändert wird entre-temps, wenn die Behandlung besser ging, als wenn ihnen das nicht mehr so präsent wird, wie das vielleicht für meine Generation der Fall war, wo das Krankheit aufgetaucht ist. Also es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Wir gehen davon aus, dass es eine große Dunkelziffer gibt, dass es rund 15% von den Leuten, die AIDS haben, es gut nicht wissen, dass sie nicht wissen, dass sie davon befallen sind, an dem sie auch nicht können, die nötigen Präkautionen holen, engerseits für andere Leute zu schützen und nicht weiterzugehen, aber auch für eine frühzeitige Behandlung zu kriegen. Haut als AIDS gut zu behandeln, wenn ihn frei erkennt, da kann ihn eine ganz gute Lebensqualität tun. Dafür ist es wichtig, sich testen zu lassen. Die hat seit 2019 die Möglichkeit, das um einen ganz einfachen, diskreten Art und Weise zu machen, durch Tester, die an der Optik accessibel sind, am Supermarkt, wo ihn nicht muss werden, stigmatisiert zu gehen, sodass es keinen Grund mehr gibt, das nicht zu machen. Das ist also wichtig, uns zu erinnern, dass es auch par rapport zu diesem Virus, den ein bisschen an den Hintergrund geraten ist, dass es hier Gestbarriere gibt, dass es wichtig ist, zu respektieren, sie zu kennen, die nötigen Präkautionen zu holen und dafür zu sorgen, dass wenn ihr das Krankheit tut, dass ihr sie frei erkennt, dass ihr sie behandelt und auch nicht dementsprechend Angst muss haben, damit umzugehen. Auch wenn es heute eine gute Prisoncharge gibt, zu der wir nicht vergessen, dass AIDS eine schwere Krankheit ist, dass auch heute noch immer zum Tod kann feiern und dass sie nicht so auf die Lichtschule holen. Ein großes Stigma bleibt nach unserem bis Krankheit und auch da sind wir alle guten zusammen gefordert. Eigentlich sollte es wirklich nicht brauchen, zu generieren, einen AIDS-Test zu machen, dass selbst wohl stolz darauf sind. Und auch wenn es gut ist, wenn ihr das kann diskret machen, ohne dass ihr nicht mitkriegt, weil ich mache den Abruf, wenn ihr das macht, seid stolz drauf, steht dazu. Das ist Courage, das so wie wir können uns zusammenstellen und wirklich dafür sorgen, dass es aufhört mit der Stigmatisation. Ein großes Merci von meiner Seite und all die Leute, die sich nach wie vor ansetzen, die ganz viel Engagement im Terrain weisen, brauchen noch eine große internationale Solidarität an dieser Sache. HIV, also ein Virus, den weltweit in der W ist. Und da sind wir alle gut gefordert, zusammenzustehen, für darauf hinzuschaffen, dass wir Last gehen.